Jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, die schon immer gesagt hat: Ich bin ein Leber, ich bin ein Live-Leber. Ja. Und sie hat direkt zwei neue Kinofilme gemacht. Warum? Das wird sie uns jetzt erzählen. Bitte begrüßen Sie Anke Engelke. Zeitthema. Ja, hallo Anke. Schön, dass du da bist. Jetzt rate Grüß mal. Ich habe ein kleines Mitbringsel für dich. Jetzt zum Frühlingsbeginn. Wie gefällt dir das? Hier, bitteschön. Oh, du weißt selbst halt auch, womit man einem Mann eine Freude ja, macht. Ja, natürlich. Oder? Bist du strickbegeistert? Ich weiß jetzt nicht, was hier eben alles passiert ist. Was wäre jetzt die richtige Antwort? Ja. Ja. I like to strick. Yeah. I like to strick and strick. Ich mag das sehr gerne. Nee, ich kann stricken. Ja. Ich mach's nur im Moment nicht so. Ich kann auch häkeln und ist Winter ist ja vorbei. Ich kann Strickliesel. Kannst du Strickliesel? War aber auch eine große Herausforderung. Das ist diese Holzpuppe mit so vier Knutschis an der Seite und dann musst du die Wolle so rüberlegen. Das ist schon gar nicht so leicht. Ah, ich dachte, das wäre Pinocchio. Es ist Pinocchio, so sagen wir dazu. Ja. Okay. Lass uns über deine Filme reden. Ja, du hast direkt zwei gemacht, warum das denn? Na, der eine zählt nicht so richtig, weil ich da nur zwei Drehtage hatte. Der norwegische ist ein norwegischer Kinderfilm. Du hast in einem norwegischen Kinderfilm mitgespielt, der heißt Dr. Proctors Pupspulver. Dr. Proctors Pupspulver. Dr. Proctors Pupspulver. Liest du Krimis von Jo Nesbø? So norwegische Superkrimis? Ja. Ja. Das ist ein Bestseller-Autor, der aber auch Kinderbücher schreibt und privat strickt. Und der hat eine tolle Kinderbuchreihe, die heißt Dr. Proctor. Und davon haben wir jetzt bereits zwei Filme abgedreht. Der erste kommt am Donnerstag in die Kinos. Und ich habe die kleinste Rolle der Welt. Aber das ist schön. Ich wollte nach Oslo und ich wollte Norwegisch sprechen, denn wir haben auf Norwegisch gedreht. Den Film auf Norwegisch gedreht? Das heißt, kannst du Norwegisch? Nein. Nein. Ich hab meinen Text gelernt und den habe ich aber so dufte hingekriegt, weil ich ja so ein Streber bin. Und so ein Arsch. Und da habe ich das so gemacht da. Und dann war man hinterher so am Settisch mit den Komparsen. Das waren alles Norweger, wie es sich in Oslo so gehört. Ja. Und die haben einfach weiter Norwegisch mit mir gesprochen, weil sie dachten, ach, das ist eine von uns. Und ich habe versucht, es durchzuziehen und immer so, immer so ein bisschen Norwegisch zu gucken. Aber irgendwann ist halt aufgeflogen, dass ich nichts verstanden habe, was die Kollegen gesagt haben. Aber Norwegisch ist eine sehr schöne Sprache. Kannst du deine Sätze noch, deine norwegischen Sätze? Man dette her, ikke et vanlig møte. Ich weiß nicht mal, was ich gesagt habe, aber es war Norwegisch. Man dette her, ikke et vanlig møte. Aha. Ja, die machen ja immer so. Das ist ganz schön norwegisch. Aber der andere Film, der zählt mehr. Da bin ich auch öfter zu sehen. Also bei Dr. Proctor, wenn man da einmal kurz wegguckt oder auf Toilette muss, dann hat man mich verpasst. Ja. Dabei sehe ich so richtig bescheuert aus. Das ist eigentlich ein schöner Film. Toller Kinderfilm, wird halt viel gepupst. Finden Kinder super. Ja. Kannst du nicht nachvollziehen, aber bitte. Aber kannst du nicht noch Norwegisch? Du warst auch in Oslo. Da du hast dir Oslo angeguckt und du hast mit den Menschen gesprochen auf Norwegisch. Kannst du dich an was erinnern? Ja, nein. Und so geht mir das auch mit dem Film, dass ich auf Karteikarten diese Sätze hatte und wirklich mich so konzentrieren musste wie in der Schule, als ich Norwegisch gesprochen habe da in dem Film. Ja. Und dass ich merkte, das bleibt genau eine Minute hängen. Dagegen Bastian Pastewka, wenn er das nächste Mal da ist, wir kommen wahrscheinlich zusammen für einen anderen Film, den wir gemacht haben, dann frag ihn mal einfach nach einem Wochenshow-Sketch aus dem Jahr 1996. Und den kann der noch wortwörtlich. Echt? Auf Deutsch zwar, ja, es ist beängstigend. Und wenn du fragst, ob Michael Jackson oder ich ein Problem haben, dann frag mal Bastian Pastewka. Ja, okay. Der hat richtig einen an der Klatsche. Ja. Der Spasti hat einen an der Birne. Weil der, und vor allem, jetzt ohne Witz, das können wir, hoffentlich guckt er das nicht. Doch, der guckt sehr viel fern. Der guckt fast alles. Aber du musst im Grunde einfach nur einen alten Wochenshow-Sketch dir raussuchen. Musst einfach meinen Part oder den von, Ingolf Lück auswendig lernen oder ablesen und der spielt dir das dagegen. Und da muss ich dich wirklich fragen, hat der noch alle Tassen im Schrank? Nein, natürlich nicht. Der war kürzlich hier, der ist völlig bescheuert. Was hat er erzählt? Von seinem Paul Tempel? Oh, Hörspiel. Ja, genau, nein, genau. Antik, ja. Kunst. Mhm. Weißt du, frage ich mich, was hat der Typ für Probleme? Ja. Herzliche Grüße. Grüß dich, Basti. Hallo, Basti. Hey, ich finde das gut, was du machst. Auch mit den Hörspielen das. Ja. Dass das alles schwarz-weiß ist. Das ist alles so voll schwarz-weiß, der Typ. Ich glaube, der hat eine Meise.
Ja. Nee, deswegen grüßen wir ihn ja noch mal recht herzlich von hier. Wir sehen super, euch dann zusammen. Super, die Hörspiele. Mal. Hoffentlich kriege ich so viele Gäste. Ja. Ich bin dabei, bei der Lit Cologne lese ich mit dem zusammen. Sehr gut. Freue ich mich. Nein, sein weg. Komisches, Pastewkas komisches Paul Tempeling. Deswegen war er doch bei dir, oder? Und mal, was, jetzt fängst du aber, kommst du ein bisschen ins Labern, kann das sein? So, ist vorbei. Frau Müller muss weg, so heißt der Film. Und wann kommt er ins Kino? Sag, morgen, heute. Wann? Ja, Frauen sind sensibel. Und wenn du... wenn du... Man kann es euch nicht recht machen. Mal labern wir zu viel, dann sagen wir gar nichts. Entscheid dich halt. So, Anke Engelke, mein Name. Am Donnerstag, das ist schon morgen. Morgen startet Frau Müller. So, jetzt fahre ich dich raus und dann morgen, ist gut. Morgen, ey.